Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 19 bei einem weiteren neuen Projekt. Ich bin der Shorty von der Test Area wie immer und wir befinden uns hier auf der Map Wild West 16-fach. 16-fach, 16-fach, das müsst ihr euch mal überlegen. 16-fach. Wie kommt das zustande? Ganz einfach. Wenn man sich jetzt mal hier die Map nimmt und mal guckt, ja, also wir brauchen gar nicht, ich gucke die Felder hier, ne? Also wir haben genug kleine Felder, die 11 und die 7 gehören bereits uns, aber es sind Felder ohne Ende, bis wir die alle besitzen. Und guckt euch mal Feld 17 an. Ich klicke da mal zum Spaß drauf, ja. 24.636.490 Euro kostet die. Die hat 985,46 Hektar. Das ist fast, ja, ne? Vierfach eine Doppelmap. Eine Doppelmap. So groß ist alleine das Feld 17. Das heißt 16-fach Map. Wir könnten hier oben in die linke Ecke die vierfach Multimap packen, hier oben in die rechte Ecke die vierfach Obertal, unten rechts hier vielleicht vierfach Saxonia und dann würde diesen nordfriesische Marsch vierfach hier unten links in die Ecke auch noch reinpassen. So groß ist die Map. Wild West. Ja, wir haben hier, wir gucken noch mal eben. Wir haben sehr viele Verkaufsstellen hier in der näheren Umgebung des Hofs, auch ein bisschen weiter weg. Also wir werden hier sehr viel, ja, sehr viel, viel Sprit verfahren. Und die Wege werden sehr lang sein für Autodrive. Aber wir haben hier keine Produktion. Wir schauen mal bei Global Company rein, seht ihr, leer. Das heißt, wir müssen alles selber bauen. Und demnach ist das hier so ein Zwischenstück zwischen der nordfriesischen Marsch, wo man alles selber bauen muss, und zwischen der Saxonia von mir, die ja der Nachfolger von der Obertal ist. Sprich, wir werden hier selber Produktion bauen, aber wegen der Größe der Felder auch mit unseren Hightech unrealistischen, super abgefahrenen, spacigen, getunten Landmaschinen arbeiten. So, ich finde das so, Moment, bevor ich hier abhaue, ich will mal, hier ist ja eine Garage, ne? Bin ja da immer so flink, die geht sogar auf. Ich könnte hier theoretisch, ne, hier geht sie nicht auf, nur hier. Ich könnte hier theoretisch einen PKW parken. Das ist so cool. Ihr gehört jetzt nicht wirklich mir. Wir gucken mal ins Tiermenü. Ich habe schon 5 Kühe und 5 Hühner. Ah. Nein, wer will denn sowas? Also die Kühe ja, aber die Hühner. Ich ignoriere die erstmal. Die sterben hier ja nicht. So, wir gehen mal hier unseren Weg runter. Na, das wird noch spannend hier. Das wird noch spannend hier. So. Aha. Der Unterstand ist ja nicht schlecht. Aber ob man da. Naja, ich sage mal, wir werden mal sehen. Was ist hier? Das ist die Werkstatt mit Tankstelle. Fehlt ja nur noch ein Kärcher hier in der Ecke, ne? Naja, mal sehen. Was haben wir noch? Eine Sämaschine, noch eine Sämaschine, der kleine Bredal. Na, das ist ja, was hier Geräte angeht. Eine Presse, Schwader, Wender und Case. Ein Case. Mit Frontladerkonsole. Ballengabel. Palettengabel. Schaufel. Okay. Was ist das? Ist das das Silo? Hallo? Hier funktioniert gar nichts. Das heißt, ich muss ja schon mal hier. Ja. Also wie immer, wir platzieren hier schon mal erstmal eins unserer Displays, und zwar das große. Ich bin ja neugierig. So.
mein Freund und Kupferstecher, genau hier vor, obwohl, wenn ich es davor mache und meine Silo-Erweiterung brauche, auch dumm, ne? Wir machen es mal hier an der Seite. Aber wohl die Silo-Erweiterung. Nein, 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 nein. Ich habe eine andere Idee. Also wenn es mit der Kohle so klappt hier, der Hof ist hier so, ne? Ist der Starthof. Zack. Danke. So, da passen rein 9 Millionen. Das ist eine tolle Kapazität. Können wir so lassen, würde ich sagen. 9 Millionen muss man auch erstmal hinkriegen. Da ist auch ein bisschen was drin. Das ist in Ordnung. So. Aber ich gucke gerade. Die Zufahrt hier. Das ist schon klein. Eigentlich niedlich, ne? So, machen wir auf. Danke. Wir haben, aha, zum Gras mähen. Guck an. Und das ist auch mal eine außergewöhnliche Farbe für einen Tatra, aber immerhin schon den großen Krampe dahinter. Was haben wir denn hier? Da steht der Drescher. Hier liegt ein großes Maisgebiss. Das ist, ja. Das ist schon mal gar nicht schlecht, ne? Ach, du ahnst es nicht. Wir haben hier den Fast Track. Wir haben den 1050 Vario mit Zwillingsbereifung. Und noch ein Case. Das ist der Magnum. Der 380. Und hier an der Seite steht halt das Schneidwerk vom Case Drescher. Aber wenn wir ein Schneidwerk, wir haben ein Schneidwerk vom Case Drescher, aber kein Case Drescher, sondern, naja, das scheint hier der Fuhrpark zu sein. Ich tappe mal durch, ja? So, das ist der 380, der Case. JCB Fast Track. Das ist der 1050 Vario. Das ist der Fendt Ideal 9T. Das ist der 240 Case, der Puma. Der Tatra mit Krampe. Oh, das war's schon. Wir haben kein PKW. Wir haben kein PKW. Naja. Okay. Unser Haus steht oben auf dem Hügel. Das finde ich sehr gut. Ja. Das ist wassergeschützt und so. Jetzt muss ich mal gucken. Hier. Hier scheint ja die Zufahrt zu sein zu den Stellplätzen und zum Silo. Das ist alles so ein bisschen grünlich und verträumt hier. Da sind dann hier die Plätze für die Tiere. Hier sind die Kühe. Jetzt leck mich fett. Jetzt sag nicht. Hier ist die Mistbox. Gülle. Jetzt muss man echt. Jetzt muss man echt hier reinfahren, um da ranzukommen. Das ist alles nicht so schön. Lilly Milk Stationen. Alles klar. Milch? Ja. Ja. Na gut. Ich nehme das jetzt mal so hin. Das mit den Kühen ist mir nicht so. Das ist nicht so, wie ich es gerne hätte. Was ist denn hier für die Pferde? Ihr müsst euch das mal überlegen. Das ist hier der einzige Weg. Das ist so eine richtig kleine Rentsch. Ensch. Mal gucken mal. Ein Wasserfass. Das Quietschen, ne? Straße. Wunderbar. Die scheint mir hier nicht US, sondern normalbreit zu sein, die Straße. Naja. Und ja. Komm, wir gucken noch mal über die Karte hier. Also die können auf jeden Fall
Die Kühe müssen erstmal weg. Wollen wir mal was überlegen hier. Ist das ein alles schön ebenerdig hier? Weiß man nicht, ne? Feld 7 ist klar, das ist Weizen. Feld 11 ist hier. Das ist Clover. Also Klee. Alles klar. Manche Sachen weiß ich ja noch in Englisch. Nein, ich will jetzt zu Feld 8. Feld 8. Ist das ebenerdig? Ja, das ist auch ebenerdig. Was haben wir hier? Mais im Wachstum. Das heißt. Nee, es ist nicht überall ebenerdig. Kann man mal sehen. Worauf ich hinaus will, zeige ich euch gleich. Also das erkläre ich euch sofort. Ich renne mal rüber zum Feld Nummer 7. Na, hier gehen auch Hügel hoch, ne? Die sind alle größer, als sie auf der Karte aussehen. Verdammte Axt. Also, ich muss mir echt was überlegen. Der Hof, so wie er jetzt hier ist, ja, das ist alles so nicht so. Nicht so. Noch eine Ranch. Aha. Ja, guckt mal an. Das ist doch hier Baufläche, oder? Also ich muss einen zweiten neuen Hof auf jeden Fall bauen. Weil den wir jetzt haben, der Starthof, da kriegen wir die ganzen Maschinen im Leben nicht untergebracht. Die wir hier brauchen. Hallo? Komme ich hier auch wieder raus? Ah ja, danke. Danke, oh Klaas. Ein Klaas-Händler. Hier kriegen wir dann unsere Fahrzeuge her. Das hat doch auch was. Ja, also wie ich sagte, ne? Hier müssen wir uns was überlegen, denn die Felder sind riesig. Aber der Hof, das ist zu klein. Ich glaube auch nicht, dass wir da am Hof. Schaut mal, da hinten ist unser Haus. Da hinten auf dem Hügel. Das ist alles so hier zu klein. Und ich glaube nicht, dass wir alle Gebäude hier wegkriegen. So. Da sind wir schon wieder. Dass wir hier alle Gebäude wegkriegen. Dass wir Platz genug haben. Vor allem die ganzen Zäune hier und alles. Dass wir hier selber bauen können. Dann müssen wir. Wir werden uns. Also, wir müssen eine Menge Geld haben, ne, um dann einen eigenen Hof zu bauen. Irgendwo, wo Platz ist, dann auch, ne? Weil hier wird das nichts. Kann ich euch sagen. Das wird nichts. Wie breit ist denn die 7? Die 7 ist schon sehr breit. Ja, und die ist auch ebenerdig nach beiden Seiten. Also das Feld 7 gehört schon uns. Wenn man das dann später. Ach, guckt es euch an. Ahnt es nicht. Wenn man die 7. Oh, das hört ja gar nicht auf. Wenn man die 7 platt macht, dann könnte man da schon mal, also einen richtigen Hof, ne? So Stück für Stück asphaltieren. Boah. Okay, warten wir ab, wie es sich entwickelt. Auf jeden Fall, das bisschen, was wir hier haben, das ist viel zu klein. Tree Nursery. Nursery. Also eine Nurse ist eine Krankenschwester. Tree Nursery. Da scheint, also auf Deutsch gesagt, wird das die Baumschule sein, ne? Ja. Können wir hier Wasser anliefern? Aha. Es ist also eine Produktion. Ich verstehe. Na, fertig mit Speichern? Danke.
Was haben wir hier? Biomasseheizwerk, Station 1. So. Ja, also hier gibt es Sachen, die erinnert mich ein bisschen an diese Standard-Map. Wie hieß die jetzt nochmal? Ach, habe ich schon wieder vergessen. Habe ich schon wieder vergessen. Western Port. Port ist immer was mit Hafen. Oder nicht? Ja. Ja. Harfen. Mit Schiffen. Die sehen überall auf der Welt fast gleich aus, ne? Die Schiffe, oder? Kann man da zwischen. Hüpf, hüpf, nein. Hüpf, nein, kommst du nicht rüber. Hier ist Schluss. Das ist nur noch Ambiente. Sehr schön. Was haben wir noch? Mühle. Das ist Mill Station. Da musst du auch echt aufpassen. Hier hoch wahrscheinlich. Ah, das kenne ich noch. Die ist hier von. Na, wie heißt sie denn? Ha, Goldcrest Valley, genau. Also das sieht so ähnlich aus. Goldcrest Valley war im LS17, als ich angefangen bin, tatsächlich meine Lieblingsmap. Was haben wir noch? Komm, wir gucken mal. Eine Sägemühle. Hier kann man dann nur wahrscheinlich Bäume anliefern. Ich sag ja, wir brauchen sehr viel Platz, um selber zu bauen. Ich sehe es schon kommen. Und die Felder sind hier ja nicht groß. Nein, die Felder sind hier ja gigantisch, riesig. Also das ist, ja, ist es. Ist es. So. Das sind alles normale Cell Points. Das ist schon mal gut. Die Gas Station. Also hier ist die Tankstelle. Hier gibt es Liquids. Hier ist der Viehhändler. Die BGA, die könnte noch interessant sein. Mal eine amerikanische BGA besuchen. Ich gehe davon aus, dass hier ist der Trigger. Und. Viel Platz. Und vielleicht hier irgendwo kriegt man die Gärreste raus. Und keine Ahnung. Ja, hier. Aber was hier nicht ist, seht ihr, hier sind keine Durchfahrsilos. Keine Silos. Das ist nicht schlimm. Das ist gar nicht schlimm. Was ist das? Ja, das muss ich mir jetzt angucken. Das muss ich mir jetzt angucken. Hier stehen mitten in der Karpaten Schilder. Dann kann die Supporter. Ah ja. Und hier. Und hier. Das sind wahrscheinlich die, die mit dem Mapbau zu tun hatten, wa? Würde ich doch mal glatt behaupten. Collaboration. Ja. Ja. Sieht so aus. Finde ich eine nette Geste, sowas. So Denkmäler und Gedenktafeln und Schilder, ne? So. Ob das. Nein, das scheint kein Problem zu geben. Also außer so ein paar Hügel ist das hier auch alles relativ ebenerdig. Habe ich so das Gefühl. Ja. Also keine Brücken, wo wir dann stehen werden und es dann heißt, das Fahrzeug fährt nicht weiter wegen Kollision. Was ist hier?
Das wird eine Scheune sein. Ja, eine klassische, eine schicke klassische Scheune zum Verkauf und Stroh und so. Also das ist schon ein bisschen, es ist schon ein bisschen anders, die Landschaft hier. Kann man mal so sagen, ne? Okay, haben wir sonst noch irgendwas Auffälliges hier auf der Map? Wald haben wir hier, eine Sägemühle ist klar. Da oben waren wir schon gucken. Also das wird, ne? Das wird was. Und ich dachte, das Feld 7 sieht so klein aus, ne? Wirst du mal eben so mit dem Drescher fertig werden, aber mein lieber Schwan, selbst das kleines aussehende Feld ist eine Nummer für sich. Und Winkel drin und Hügel. Oh ja, das erinnert mich an das Feld 26 von der Obertal. Hier. Da haben wir ja Sachen gemacht, ne? Boah, ist das alles groß. Verdammte Axt. Verdammte Axt, ist das alles groß. Na, da werden wir Spaß haben. Das sage ich euch gleich. Da ist trotz getunter Maschinen wahrscheinlich ein so ein Feld ein Tagesprojekt. Ich bin gespannt. Sind denn irgendwie Anbindungen bei dem Feld jetzt? Oder ich meine, hier muss ja irgendwo von der Straße aus vielleicht eine Zufahrt zu dem Feld existieren. Oder müssen wir uns die selber suchen? Bauen? Ja, tatsächlich, ne? Man muss ja selber gucken, wie du hinkommst. Ist nicht so, dass da irgendwelche Zufahrten sind, wie wir das kennen. So ganz klassisch. Und nochmal einen Gang zugenommen. Nee. Feldzufahrten sind hier nicht. Dafür ist großzügig Platz, Ummefelder. Ummefelder. Ah, hier. Theoretisch. Aha. Guck an. Da haben wir die Zufahrt. Das ist trotzdem alles nicht so. Es ist sehr ungewohnt. Also, es ist wirklich sehr ungewohnt. Muss ich sagen. Ja, gut. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Wir haben auch nur ein Silo. Das ist auch ein bisschen interessant. Normalerweise bin ich, wir sind das ja alles auch anders gewohnt, ne? Aber hier scheint eine Menge reinzupassen. Ich habe so ein Gefühl, ich habe da so ein Gefühl. Wartet mal, ich muss mal noch eben ganz kurz was ausprobieren. Na gut, ich habe ein bisschen geguckt und experimentiert und was soll ich sagen? Das ist ein Multifruchtlager hier mit 9 Millionen Liter Kapazität für alle Früchte. Wenn ich sage alle Früchte und Multifrucht, mir gefällt das ganz gut, ne? Hier. Es ist, wie es ist, ne? Hier alles, was mit 9 Millionen zu tun hat, passt da rein. Das ist ein separate, ne? Milch- und Wasserlager, das finden wir noch. Aber alles andere hier, wir können hier in die Silo alles reinpacken. Es muss irgendwo muss noch ein Flüssigkeitslager sein. Ich weiß nur nicht wo. Also alles, was nicht flüssig ist, kriegen wir da rein. Wo kriegen wir denn Liquids? Wo kriegen wir denn Pops Storage? Alle Flüssigkeiten. Milchwasser, Diesel, Flüssigdünger. Ja, bis hier. Ja.
Das wird das hier sein dann, ne? Das ist irgendwo hier auf der Ecke. Das ist ein Lager. Hier kommen dann später alle Sachen rein, die flüssig sind. Tüt. Ja. Tüt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber das, man soll es nicht trinken. Ja, man soll es nicht trinken. Ja, wäre das Schild nicht dran gewesen, könnte ich die Wild Wild West wahrscheinlich verklagen, wenn ich davon ein Stück trinke. Das ist ja in Amerika ist das so, ne? Ja. Okay, also das wird hier spannend. Wir gucken uns nächstes Mal an, was wir alles zur Verfügung haben, was wir verändern können. Was halt ein bisschen störend ist, sind die ganzen Zäune hier. Sonst hätten wir schon genug Baufläche, ne? Und die haben auch noch Kollision. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Da kümmern wir uns beim nächsten Mal rum. Ach, und es steht Regen an. Na, da kommt ja Freude auf. Ich mag es ja, wenn es regnet. Ich mag es ja riesig nicht. Okay, egal. Neues Projekt. Da müssen wir noch fleißig bauen. Also das ist alles, das ist für unsere Verhältnisse, denke ich mal, zu klein. Denke ich mal. Lassen wir uns überraschen. Wir werden es sehen. Wir werden es merken. Wir werden es mitbekommen. Entweder wir haben den Platz hier oder nicht. Was halt schwierig sein wird, ist, dass wir hier nur diese eine kleine schnuckelige, buckelige, muckelige Ausfahrt haben. Wegen dem Gegenverkehr auch. Also ich bin dafür, dass wir umziehen. Mal gucken, wie ihr das seht. Egal. Weiteres beim nächsten Mal. Vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat einigermaßen gefallen. Ich weiß noch nicht so wirklich. Also hier muss viel verändert werden auf der Map. Für mich, für uns, war es auch immer. Wir werden sehen. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Hoffe, ihr habt auch so schönes Wetter wie ich hier. Und lasst euch nicht ärgern. Ich war Bin und bleibt der Schotti von der Test Area und bin damit für heute raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.